Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Steve und wenn ihr den Kanal abonniert, dann wisst ihr das natürlich bereits. Ja, ihr kennt unsere unzähligen Livestreams von Stefan Schwung und mir. Wir sind hier auf dem Ego Grand Prix 2019 in Oschersleben und ja, ich habe mir gedacht, neben den Livestreams habe ich euch einfach mal ein paar hübsche Bilder zusammengeschnitten und die kommen jetzt. Nein, das will ich. This is communications error. Aber das ist jetzt die Lösung. Es dauert, wenn man ein bisschen geübte Handgriffe, wir haben es eben in 2-2,5 Minuten ungefähr geschafft einmal. Kühl und nass. Ja. Und das mag ein Tesla Roter mit den breiten Reifen überhaupt nicht, denn da hat er sich ein bisschen gedreht. Tja, das war der Eco Grand Prix 2019 aus Oschersleben. Mit dem 24-Stunden-Rennen gestern endete die Serie für dieses Jahr. Gestern beim 24-Stunden-Rennen gewann ein Model 3 aus der Ukraine. Auf dem zweiten Platz landete ein e-Soul und auf dem dritten Platz eine Renault Zoe ZE50, die sich permanent gegenseitig Windschatten gegeben haben. Das Team mit den drei Renault Zoes hatte sich permanent immer wie ein Zug fortbewegt. Ihr habt es gesehen. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal bei Raphael Demestre für dieses tolle Event und natürlich bei Stefan Schwung, der uns tatkräftig mit seiner Moderation unterstützt hat, der immer dabei war. Und danke Stefan, seinen Kanal verlinke ich mal hier oben. Unbedingt abonnieren und ich sage danke fürs Zuschauen und auch danke an unseren Kameramann Daniel. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Event. Ciao. Thank you.
Also, ja. Ich habe keine Ahnung, wie oft hier Motorräder in diesen Tümpel fahren. Läuft. Ja, also Sicherheit aber ist das A und O. Muss ich von einem Tesla jetzt einen Schritt weggehen? Brennt der? Explodiert der? Ja. Schreibt es in die Kommentare.